Der LR1-Automat wird ähnlich konstruiert wie der LR0-Automat, mit dem einzigen Unterschied, dass wir halt noch einen Lookahead haben, was hier auch diese 1 besagt. Als erstes fügen wir wieder eine neue Regel hinzu, ein neues Startsymbol S, was zu unserem alten Startsymbol S geht. Ich habe hier diese Regeln der Grammatik und ja, dazu habe ich hier in der Sprache, die von der Grammatik beschrieben wird, ist nur das Wort BRA drin, zu dem es zwei Möglichkeiten gibt, es abzuleiten, und die habe ich hier zur Übersicht schon mal hingemalt. So, wir haben diese Regel hinzugefügt. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Zustand an, den wir darstellen, nämlich mit dieser Regel. Wir haben an dieser Stelle noch nichts gesehen, das heißt, wir malen hier den Punkt links von dem S hin. Und jetzt brauchen wir den Lookahead. Wenn man sich vorstellt, hier, dass das neue Startsymbol zum alten Startsymbol geht, dann ist nun die Frage, was steht hinter diesem Symbol? Also unter diesem Startsymbol und auch unter diesem neuen befindet sich der Passbaum von dem ganzen Wort. Das heißt, dahinter steht nur noch das Ende von dem Wort, also das Wortende, das markieren wir mit einem Dollarzeichen und ja, hier eigentlich auch. Das heißt, der Lookahead ist hier dieses Dollarzeichen, was das Wortende bezeichnet. Wenn wir an der Stelle sind, dass wir ein S sehen, müssen wir theoretisch in einem normalen Passvorgang immer die gleichen Predicts machen, weil wir immer die gleichen Möglichkeiten haben, aus dem S neue Symbole abzuleiten. Das können wir hier schon mal vorbereiten. Also aus dem S hier kann ich zum Beispiel BC ableiten. Da haben wir auch noch nichts gesehen von. Der Lookahead bezieht sich jetzt wieder auf das S, und hinter diesem S befindet sich halt nichts mehr außer das Wortende, weil sich das ganze Wort unter dem S befindet. Und wir haben noch eine zweite Möglichkeit, nämlich S geht zu DA. Und davon haben wir auch noch nichts gesehen, deswegen steht der Punkt auch wieder davor. Und das Dollar-Symbol ist natürlich wieder das, was hinter dem S steht. Oh ne. Genau, dann haben wir hier neue Nicht-Terminale vorne stehen, die wir auch wieder predikten müssen an dieser Stelle. Einmal mit dem B, da haben wir nur die eine Regel, B geht zu klein b. Und jetzt die Frage, was steht hinter dem B? Im Normalfall berechne ich die First-Menge von diesem C hier und schreibe das dann dahinter, weil das, was hinter dem B kommt, ist halt das C. Also muss dahinter irgendein Terminal stehen, was aus dem C ableitbar ist, beziehungsweise alle, die daraus ableitbar sind. Und wie man dann hier in dem Baum schön sehen kann, steht unter dem C ein Terminales A ganz links. Beziehungsweise, wenn ich das B betrachte, steht halt dann im Lookahead dann halt dieses A, weil das A hinter diesem B kommt. Und ich kann von dem D auch ein Predict machen. Ich kann dann draus BA ableiten. Und wie man dann hier sieht, das, was nach dem D kommt, ist auch wieder ein terminales A. So, jetzt ist der erste Zustand fertig mit allen Möglichkeiten, die sich aus dieser ersten Position ergeben, an der wir noch nichts von dem Eingabewort gesehen haben. Das, was wir jetzt an Terminalen hier lesen können, ist hier jeweils das B. Das male ich denn hier. Ja, kann ich mal hierhin malen. Also die eine Möglichkeit ist, wenn wir ein terminales B sehen, könnte das diese Regel sein, wo wir den Punkt oben rüber bewegen. Und hier der Lookahead von dem B wird dann einfach übernommen. Oder wir können diese Regel hier benutzen, und wenn wir ein terminales B lesen, wird halt der Punkt hier zwischen bewegt. Also über das B rüber. Und der Lookahead wird auch wieder übernommen.
An dieser Stelle jetzt können wir, ja, wir können, eine Möglichkeit ist, dass wir ein weiteres Terminales A lesen können. Dann gehen wir in einen neuen Zustand über, wo wir dann, ja, wo wir dann den ganzen Teil dieser Regel hier gesehen haben und den Punkt dahinter setzen können. Und mehr kommt da nicht rein, weil wenn wir diese Regel benutzt hätten, hätten wir ja, also hiernach können wir erstmal nichts mehr lesen, weil diese Regel hier schon fertig ist. Deswegen konnten wir jetzt nur diese benutzen, um damit weiterzugehen. Aber wir haben, wenn wir hier hingegangen sind und wir haben hier den Punkt am Ende, dann haben wir ein nicht-terminales D vollständig gesehen. Oder wenn wir hier diese Regel verwenden, haben wir nicht-terminales B gesehen. Wir dürfen also hier wieder zurück in diesen Zustand gehen. Und wir kümmern uns um diese beiden Fälle. Also der eine ist, Fall ist, ich bin von hier zurückgekommen und habe damit das ganze D gesehen. Das heißt, ich kann dann in dieser Regel hier, weil ich dieses D gesehen habe, den Punkt wieder eins weiter bewegen. Und der Lookahead wird einfach übernommen. Und ja, ich habe hier keine andere Regel mit einem, wo der Punkt vor einem D steht. Deswegen ist das erstmal das Einzige, was ich von da übernehme. Aber ich kann jetzt aus dem A wieder ein Predict machen. Ich habe hier diese Regel A geht zum terminalen A. Und dieses A hier, das steht am Ende von der S-Regel. Und das heißt, hinter diesem A kommt auch nichts anderes mehr als das Wort Ende. Das kann man jetzt hier auch sehen. Wenn ich S geht nach DA verwendet habe, dann steht hinter diesem A halt nur noch das Wort Ende. Das schreibe ich dann hier rein. Davon kann ich jetzt wieder den Fall haben. Also das Einzige, was ich jetzt von hier wieder sehen kann, ist ein weiteres terminales A. Ich male das mal hier oben hin. Und dann bekomme ich diesen Zustand hier, wo ich das A gesehen habe, vollständig gesehen habe. Und wenn ich halt diesen Weg genommen habe und das A vollständig gesehen habe, kann ich halt hier wieder zurückgehen. Und kann damit, ja, wenn ich das A gesehen habe, kann ich halt diesen Punkt auch wieder darüber bewegen. Und dann bekomme ich hier wieder einen neuen Zustand, wo ich das S vollständig gesehen habe. Oh, und wo ich den Lookahead, das Dollarzeichen übernehme. So, um das S kümmere ich mich mal später. Wir haben nämlich noch ein B offen, was wir noch nicht betrachtet haben. Am Anfang hatten wir ja zuerst diese Regel gehabt. Ich habe hier diesen Punkt am Ende, das heißt, ich habe hier dieses ganze B gesehen. Und wenn das der Fall ist, dann darf ich hier halt zurückgehen und dann darf ich das B auch betrachten, also als gesehen ansehen. Ich habe hier diese Regel, über die ich das B, wo ich das B halt, wo ich den Punkt über das B rüber bewegen darf, wenn ich das B gesehen habe. Und der Punkt, der steht jetzt vor einem C. Das heißt, ich darf alle Predicts aus diesem C machen. Da steht halt, da habe ich halt nur die Möglichkeit, C geht wieder zu 2 mal A. Und hier steht das C wieder am Ende von der S-Regel. Das heißt, ich darf den Lookahead von dem S übernehmen. Dann kann ich wieder ein Predict von diesem A machen, weil der Punkt vor dem A steht. Und dieses A hier, das ist jetzt das erste unter diesem C. Und dahinter, also der Lookahead ist jetzt nicht mehr das Dollarzeichen, sondern halt das andere A. Kann man hier auch in dem Baum sehen, wenn ich dieses erste A betrachte, dann steht dahinter halt ein weiteres A. Also ist dann im Lookahead das terminale A.
So, und jetzt kann ich hier wieder, weil ich hier den Punkt vor dem A habe, kann ich hier wieder in einen neuen Zustand gehen, wo ich annehme, dass ich dieses A gesehen habe und darf den Punkt wieder oben rüber bewegen. Diesen Lookahead übernehme ich. Und dann hätte ich hier den Fall, dass ich das große A gesehen habe. Und dann darf ich diesen Punkt halt auch über das A bewegen. So, dann komme ich hier hin. Und den Lookahead hier übernehme ich einfach. Hier darf ich dann wieder das A predikten. Diesmal das zweite A. Oh, da muss der Punkt vor dem A stehen. Und dieses A steht jetzt am Ende von der C-Regel. Und diese C-Regel hat als Lookahead das Dollarzeichen. Also übernehme ich hier den Lookahead von dem C. Und das ist halt, das bleibt halt dieses Dollarzeichen. So, mehr kann ich an der Stelle nicht machen. Ich kann halt hier wieder dieses Terminal A sehen. So, ich könnte den Fall theoretisch auch hier hin machen, aber die sind jetzt zu weit auseinander. So, dahinter bleibt das Dollarzeichen. Hat gerade noch so hingepasst. Und hier von dieser Stelle. Nee, jetzt habe ich hier das ganze A gesehen. Das heißt. Ja, genau, wenn ich das A gesehen habe, dann darf ich den Punkt noch eins weiter bewegen. Und habe damit das C gesehen. Dann muss ich nur gucken. Ich brauche noch ein bisschen Platz, um von da dann weiter zu malen. Ich male das sonst mal, ja, so hierhin. Also wenn ich diesen Punkt erreicht habe, habe ich damit das ganze A gesehen. Das heißt, ich darf hier wieder zurückgehen und den Punkt über das A rüber bewegen. So, das Dollarzeichen übernommen. Und wenn ich hier diesen Fall habe, dann darf ich wieder zurück zum Anfang der C-Regel gehen. Das war dann hier. Und ich darf diesen Punkt dann auch über das C rüber bewegen. So, mache ich das mal dahin. Und dann bekomme ich diese S-Regel. Achso, mit dem Punkt hinter dem C. Und mehr kommt da auch nicht hin, weil ich keine andere Regel habe, über die ich dann das C rüber bewegt habe. Und hier fehlt dann natürlich noch das C. Und hier habe ich als Beschriftung das große A vergessen. Okay, und wenn wir entweder hier sind oder hier sind, dann können wir wieder zurückgehen zum Anfang der S-Regel und sind hier. Und wir brauchen noch den Endzustand, den wir dann erreichen, wenn wir dann genau an dieser Stelle halt das S erreicht haben, was das ganze Wort abdeckt. Und dann dürfen wir halt auch den Punkt über dieses S rüber bewegen. Dann bekommen wir hier diese Regel. Oder diesen Zustand. Und ja, wenn wir hier sind, haben wir das ganze Wort gelesen. Das ist unser Endzustand, den wir so als Markierung zweimal umranden. Und damit haben wir den LR1-Automaten konstruiert.